50 Kugeln, die auf dich warten. Oh, der Kerl rennt weg. Ist das noch ein Frasini? Nee, der hat schon längst auf mich geschossen. Komm mir nicht zu nahe! Oh Mann, hau ab, hau ab! Der Kerl rennt weg. Das gibt's ja nicht. Hast du schon von diesem Typen gehört, der aus dem Fenster gesprungen ist? Der wird nicht weit kommen. Der hab ich lieber, da hab ich vorher alle anderen. Erledigt. Hilfe! Nein, denn. Hab ich ihn erwischt? Yes! Yes! Töten Sie Emilio Brasini Junior. Respekt 9500, Geld 10.000, Bonusbedingung 95 und 50.000. Das ist enorm viel und dann ist auch klar, dass ich gerade wieder aufsteige. Was haben wir diesmal bekommen? Ah, nachladen, ziehen, verbergen. Ja, nachladen ist echt schnell geworden. Ja, der ist natürlich gleich mit einer Magnum aufgetaucht. Und das ist eine Beerdigung, aber okay. Warum tun Sie das? Naja. So, speichern könnten wir mal. Jetzt haben wir einen. Raus aus dem verdammten Auto! Junior getötet und komplett alle anderen. Eigentlich wieder Kohle und Metall. Dings zu kaufen. So, an. Also, Leute. Ich mach dich schnell rein. Das ist sehr sicher. Gott, langsam kenne ich mich ja echt aus. Madison Court. Okay, kleine Querstraße heißt Madison Court. Na dann. Na dann heißt das Ding eben Madison Court. Ist mir auch ziemlich wurscht. Interessanterweise wurde ich irgendwie nicht verletzt. Ich weiß auch nicht, wodurch das kommt. Okay. Noch ein Mordauftrag wartet auf uns. Irgendwann haben wir jetzt wahrscheinlich den Don von denen jetzt auf dem Visier. Ich meine, ich habe ja jetzt schon den Junior erschossen. Ah, Pesano. Was willst du mit Pesano? Das hier vielleicht ist so ein Schiff. Pesano. Okay, wo muss ich eigentlich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder zum. Beistuhl ist das wieder. Dann muss ich hier vorne rein. Der andere sitzt auf der anderen Seite und... Ah, nee, nicht ganz. Unsere Freunde schicken mich. Sie wollen ein Problem aus der Welt schaffen. Bist du dabei? Natürlich. Wieso? Was muss ich tun? Jack Fontana ist der Consigliere der Stasis. Die jüngsten Anschläge auf seine Familie lassen ihn verzweifeln. Schalte ihn aus, bevor er ein Problem wird. Seine Familie respektiert Fontana nicht. Er ist deshalb sehr gewalttätig. Sei vorsichtig. Jack Fontana ist der Consigliere der Stasis. Er ist bekannt für seine Brutalität, seine schnelle Auffassungsgabe und extreme aufmerksame Leibwächter. Der Kerl richtet eine Waffe auf 10 Meilen. Lassen Sie Ihre Waffen also erst einmal stecken. Würgen Sie mit bloßen Händen.
Jetzt beginnt wahrscheinlich das gegen die Stracis. Und die Brasinis sind durch. Nehme ich doch zumindest mal an. Das wird sehr interessant. Erstmal Leute verkloppen. Die Sache ist, wie kann ich den erwürgen? Näher überhaupt hin. Warte, komm ich da irgendwo rein? Oder. Ah, nee, hier bin ich hoch. Das war nicht der wirklich passende Weg, aber. Ja. Schön, dass ich den Schaltwagen habe, dann komme ich auch noch mal ein bisschen voran. Wenn ich noch den Weg nicht schrotte, auf den Schaltwagen. Von daher wollen wir noch mal sehen, dass wir jetzt die Konziliere der Stracis bekriegen. Ja. Alltäglich. Schnell auf Versuchsgabe. Kann offen riechen. Mit reinen Sinnen. Naja. So Leute brauchen wir eben. Oh oh. Ich war in die falsche Richtung, oder? Aha. Ah, okay, dann biege ich eben gleich ab. Und dann fahre ich von da aus nach New Jersey. Nein, verdammt. Das wird ja alles verplant. Dann gibt es Stoff, ich bin auf dem falschen Weg. Speichern, damit ich da. Kann ich gerade ausfahren. Naja. Ist egal. Mit dem Wagen kann man dazu besuchen müssen. Aber hier hat man ja am Ende dann doch ein bisschen mehr Zeit als mit den anderen Wagen. Weil der dann doch ein bisschen schneller ist. Okay. Jetzt haben wir die Brasinis ausgeschaltet und jetzt kommen noch die Stracis dran. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt kann man nochmal hier ein bisschen an Munition auffüllen. Wenn ich denn was brauchen würde. Nochmal überschreiben, genau. Und dann geht's direkt wieder weiter.
Also, Strassis töten. Naja. Wollen wir doch mal sehen. Hier unten, wir müssen an die nächste Untergrund, von daher. Wir haben hier lang fahren. Das war jetzt nicht so geschickt. Sie sind blau, deshalb kenne ich sie nicht aus der Zeit. Mal nach blauen Augenzügen Ausschau halten. Was ist das denn hier? Oh verdammt. Vielleicht sollten Sie ein Taxi nehmen. Komm her, du Mistkerl! Ah, jetzt, ausgerechnet jetzt. Immer in so genialen Situationen. Komm schon, ich schlag auch nicht zu hart zu. Ich mach dich fertig. Bastard! Du hast einen Grund. Oh. Oh nein, verdammt. Willst du dich mit mir anlegen? Elender! Du machst einen großen Fehler. Tu es! Oh, oh nee, nicht schon wieder. Elender! Du machst einen großen Fehler. Bastard, lass das! Was? Ja, komm schon. Puh. Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Okay. Nicht mal 100 Männer könnten dich beschützen. Ich reiß dir die Augen aus, du Scheißkerl! Wie kann ich den bitte erwürgen? Ich zieh dir die Haut ab, du kleines Arschloch. Idiot, du bist tot. Wie kann ich den erwürgen? Wie kann ich einen erwürgen? Erwürgen kann ich den doch nur mit dem Draht. Okay, mal sehen, was das Internet sagt. Also, ich habe jetzt mal nachgesehen. Und, es gab da noch ein paar Sachen. Zum Beispiel. Nun. Okay. Okay, jetzt aber nochmal gucken. Auf X war erdrosseln. Ah! Bitte tun Sie mir nichts! Ich hab's doch schon gelassen. So, also X ist erdrosseln. Damit weiß ich jetzt endlich, wie ich die Jungs da ganz schnell nur einmal packen und drücken und dann sterben sie. Ja, packen, drücken. Der Don sagt Danke. Jemand muss die Polizei rufen! So einfach kann es gehen. Nein, ich muss gleich wieder rechts fahren. Ach ja. Jetzt, Alter. 130.000 brauche ich. Nicht so viel, ich bräuchte für eine Waffe. Riechen. Wie geht es das Ihnen? Ist doch schon mal schön. Ich hoffe gut. Ja, vielleicht kann ich mich ja hinter die ersten schleichen. Warte mal. Genau.